Gesuchte Scheiben, ja. Nur Heigo. Bevor du ein Pokémon wirst, für Schwäche ist. Und wenn es vergiftet ist, kann man es leichter fangen. Ja klar. Ich schwäche ein Pokémon, vergiftet ist, werfe einen Pokéball und der bricht aus und dann ist es tot. Dann habe ich es nicht gefangen. Oh, will ich einen Wumpel haben? Nein, willst du nicht. Daraus wird eh nur Scheiße. Gut. Daraus wird ja ein Papinella. Ich fick dich kaputt. Oder ein Pudo. Die Androhung war ernst gemeint. Pudo. Hey, level up. Geht's denn? Danke. Bitte. Das looks like a trainer. Warte, greift mich noch an. Hallo? Diese Hütte am Meer liegt Mr. Bracke, weil er zum Sturz zu sehen und dann niemals Angst vor Meer hatte. Oh mein Gott, hey, there are berries. Hallo. Mann, warum musst du die Bärenmucke so schnell abspielen? Die machen dich voll. Bären sind toll, Bären sind cool. Bären sind schwul. An dem wäre ich jetzt zum ersten Mal vorbeigekommen. Ach, an dem Schlüssel? Natürlich, ja, ich wäre gerade fast dran vorbei. Ich wäre gerade vorbeigekommen. Der Schlüssel gibt aber verdammt viel Geld, der ist ja. Und der ist easy zu picken. Ja, der hat nur ein Level 9er Zickzack. Oh, ein Level 7er sogar nur. Lol, nu. Aquaknarre, wuhu! Tackle, Aquaknarre, wuhu! Das war ein schneller Kampf. Ha. Boah, wenn ich das bei meinem Gameboy gekonnt hätte damals, da. Was, an dem Typen vorbeikommen? Nein, den Speed hochstellen. Oh, willkommen im Blütenburgwald. Ein Käfersammler. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Los, 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 meine Käfer-Pokémon. Mein Käfer-Pokémon-Team, mein Gott. Ja, ich assoziiere Scheiße mit Hunden. Ich frage mich gerade, was das für einen tieferen Sinn hat, dass ich das gesagt habe, aber ich finde keinen. Warum setze ich Aquaknarre gegen Wumpel ein? Egal, ist tot. Okay, machen wir mal Speedcore. Wow, knapp 400% Speed. Ja, ich denke mal, es will sich eh keiner diese dämlichen, langweiligen Kämpfer ansehen. Deswegen spule ich dir einfach vor, weil ich keine Lust habe, die rauszuschneiden. Ja, dann spül du mal vor. Ich spül vor, ja. Ich mache dir ein Hörspül. Du trocknest ab. Ich sollte vielleicht meine Soundlogs, Soundlogs mal hochladen. Hä? Hä? Soundlog? Boah, ein Level 6 Wumpel. Wenn ich das ein Level trainieren würde, würde es sich entwickeln. Das wäre schon ein Level. Ja, aber da es auf Level 6 ist, ist es auf jeden Fall bei dem nächsten Level ein Level höher. Da liegt ein Pokéball. Oh, ein Paraheiler. Pokéball! Paraheiler sehen also aus wie Pokébälle. Müsst ihr hier nicht eigentlich... Ach, da ist der komische Schwuchtel. Kein einziges finden. Hast du nicht zufällig ein Pokémon namens Knilzi gesehen? Ich liebe dieses Pokémon. Ich wollte dich eigentlich jetzt im Hinterhalt angreifen, aber du trödelst ja ewig im Blütenburgwald rum. Ach ja, ich muss ja gegen die Team Magma-Fritzen kämpfen auf der Rubin-Edition. Jetzt sag mir nicht, du hast es vergessen. Ah, ich war eben wieder bei, der dich auf der Rubin gegen Team Magma kämpfen muss. Nee. Egal, Team Magma ist eh viel cooler. Ja, obwohl der Endboss von Team Aqua eine richtig geile Sau ist. Ja. Der hat Sprüche drauf, wo ich dann immer nur die Kinderspielfrage. Wieso sagt er kämpf gegen uns, wenn er alleine ist? Meint er mit uns, mich und mein Pokémon oder was? Weil er hat nur ein Pokémon, ich habe auch nur eins, aber ich bin wenigstens cool dabei. Ich habe weiße Haare. Oh nein. Guck dir deinen Namen an und erzähl mir nochmal, dass du cool bist. Ich heiße Daniel. Ja. Scheiße, bist du cool, Mann, bist du cool. Ach ja, Daniel ist übrigens auch bei YouTube unter 5 Daniel 67, ne, 56 Daniel 7. Der hat mal einfach so meine Reihe fortgeführt von 1, 2, Kite 4. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und so der hat einen tollen... behinderten asozialen Kommis sind alle von mir. Und mal so ganz nebenbei, dieses schwule Barbie-Girl-Video, was er auf seinem Account hat, das ist nicht von mir. Das war schon da, als ich das erste Mal ins Internet gegangen bin. Das habe ich gefunden. Das bin ich nicht. Das habe ich mir bestellt bei eBay. Hey, ein Panikhorn.
Darauf wird ein Pudox. Übelbehindert, beschissen, drecksäckig, Alter. Die gehen mal gar nicht. Panikon setzt Herden ein. Ja, das machen die nur. Ach, fickst du auch jedes einzelne Wilde? Na klar. Braucht nur die P. Wenn du deine Käfer-Pokémon mit zur Schule bringst, wirst du sofort beliebt. Nicht bei den Mädchen und nicht, wenn Misty da ist. Dann holt sie ihr Stern raus und steckt es dir in den Arsch. Einen Kader? Okay. Okay! Aquaknarre! Hey, ich bin gleich so hoch wie dein Dudu. Level up. Spieler besiegte Käfersammler. Wenn ich verliere, kann ich nicht beliebt werden. Hey, du hast 128 Pokédollar gewonnen. Ey, das ist so klar. Ich gehe durch zwei klitzekleine Graspinsel und da muss ein Pokémon mich angreifen. Ja klar, würde ich auch tun. Das klang nach Fadenschuss, kann das? Ja. Yep. Ja, er kann an dem Geräusch, das eine Pokémon-Attacke macht, erkennen, was es ist. Also ich muss sagen, er hat mehr Pokémon gespielt als ich, obwohl ich das schon exzessiv gezockt habe. Nein, nein. Ich hab's nicht länger gezockt oder mehr gezockt als du. Ich hab mir einfach nur dabei auch mal alles versucht zu merken, weil wegen... Ich hab dabei alles Mögliche gemacht. Schwimmen, duschen. Ja gut, und auch Sachen, die nicht in diesen Kommi gehören, die nicht hier reingehören. Da habe ich auch seltsame Sachen gemacht, als wir mal zusammen im Schwimmbad Pokémon gespielt haben. Ja, hast du. Aber, ja. Oh, kriege ich hier nicht die tolle Kanne? Ach, da bist du schon, ja, die Kanne ist auf jeden Fall noch auf dem Weg in dem komischen Gemüse. Das ist aber ein hübscher Name. Möchtest du etwas über Beeren lernen? Beeren wachsen an Bäumen, die nur in dunklem Lehmboden gedeihen. Bla, 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 Lehmboden. Bla, ich geb dir gleich dunklen Lehmboden, du Schlampe. Hallo, je mehr du dich um Blumen kümmerst, desto schöner werden die Blumen. Auch du hast Blumen gerne, das weiß ich genau, das ist für dich. Bäume kann er erhalten. Wow. Cool, jetzt habe ich eine Gießkanne, die genauso aussieht wie ein fetter fettes Wahl-Pokémon. La, la, la. Was? Die sieht so aus wie ich. Ja. Boah. Mit deiner unglaublich femininen Stimme. Das finde ich so attraktiv. Ja, Jones. Und Yakult Mirror, ich habe diese Bewegung gemacht. Ein TikToks. Wieso sage ich, wieso entschuldige ich mich eigentlich bei Cold Mirror, wenn ich nicht mal weiß, ob sie sich das jemals anguckt? Egal, falls sie sich anguckt... Entschuldigt sich ja auch bei Mirko, ohne zu wissen, ob der das guckt. Ja, egal, bei Mirko ist die Chance aber höher, dass er sich ein anderes Let's Play anguckt und zu sehen... Leute, da war die auch so eine Scheiße wie ich. Penis. Weißt du, was der Nachteil bei uns ist? Wir sind zwei. Ja, wir sind zu zweit und wir sind böse, aber wenn er da sein Ding spielt, hier Silent Hill oder so, da ist auch ab Part, was weiß ich, 10 oder so, ist auch mal jemand dabei. Über Skype. Du bist jetzt live dabei. Ja, aber du guckst nicht zu. Ich weiß, soll da sowas passieren? Ich hab das Spiel gefressen. Das hat übrigens sehr gut geschmeckt. Ich kann es mit Butter und Sojasauce empfehlen. Level up. Danke. Bitte. Welchen Level ist denn du? Puffen. Ha, ich hab dich gleich. Ja, sweet, Alter, ich verkacke hier gerade übelst. Nein, nicht Stachelspore. Nein. Heute, ha, ich hab gerade einen Parahelder gefunden. Ha, ich bin so gut. Ja, das nennt man Lacker. Oder Spielverlauf. Spielverlauf. Ja. Ja, ich lauf meistens schon an der Scheiße vorbei, weil ich eh weiß, was da drin ist. Ja, aber in dem Fall konnte ich es doch tatsächlich mal gebrauchen. Ja, setz du Absorber ein, du dämliches, schwules Mistvieh. Ja, geh, sterben. Wieso schlafe ich? Schlafbude, also kämpft gegen Schnitz, oder? Das hat Sporen wird. Sporen wird kann für Paralyse, Schlaf oder Vergiftung sorgen. Kommt ja, Scheiß! Kommt drauf an, wie viel Pech du gerade halt gerade hast. Ihr Schlaf ist mir da gerade das am unliebste. Kann ich mir vorstellen, aber das ist dem Ding, glaube ich, scheißegal. Ey, nicht schlafen! Wach auf, ein Dropey! Kai schläft tief und fest, Absorber. Das ist sehr... Schläft tief und fest, Absorber. Ey, das Viech ist gleich wieder voll. Ich schlaf immer noch! Ey, das glaub ich doch nicht, das Viech ist schon wieder halb voll! Und du schläfst noch? Ja! Haha!